Servus und hallo bei meinem nächsten YouTube-Video. Das hier ist eine Bannhans-Fräse aus den 70er Jahren. Die habe ich günstig erworben. In diesem Video werden wir nur die Fräse etwas zeigen, kennenlernen, Schlitzfräse, Spindel wechseln und arbeiten damit werden wir nächste Woche, also am 26. März, Donnerstag, werden wir mit der Fräse eine Schlitz- und Zapfverbindung herstellen. Wir werden eine Füllung abplatten und werden das verleimen. Mit Holznägel werden wir das Ganze zusammen, also verstärken und wir werden es montieren. Also bleibt dran, seid gespannt und für mich ist das eine kleine Art Übung, denn ich habe jetzt noch jede Menge Türen hier zu bauen. Diese verdeckten Öffnungen werden noch Türen. Hier kommt eine Türe hinein, dort muss ich noch eine Türe machen. Hier kommt noch eine Türe rein, also jede Menge Türen und im Keller vorne muss ich noch Türen machen, also circa vom Gefühl her 1000 Türen noch zu machen. In meiner Fräse habe ich eine Schlitzscheibe drinnen, mit der kann man 9 cm ins Holz einfräsen. Hier habe ich nur 8,5, somit habe ich diese kleine montiert. Ich habe eine größere auch, da kann man glaube ich bis zu 15 cm oder 20 ins Holz einfräsen. Hier habe ich mir mit dem Vorschub eine Leiste fixiert, die nehme ich als Anschlag. Somit fahre ich immer gleich weit hinein und muss nicht immer nachmessen. Wenn ich das wieder lockere, kann ich die Leiste wieder ganz normal wegnehmen. Hier dieses Holzstück ist ganz wichtig, denn wenn ich durchfahren würde ohne dieses Holz, würde das hier ausreißen. Und so kann das nicht ausreißen, weil hinterhalb dieses Holz quasi angepresst wird. Den ersten Fräsdurchgang, also wenn ich das alles montiert habe, fahre ich nur so durch. Dann sehe ich hier die Markierung und nach dieser Markierung, wo ich reingefräst habe, kann ich mir diese Leiste montieren und habe einen super Abstand. Also eine präzise Einstellung. Hier haben wir gerade eine, ich glaube, 40 mm Spindel montiert. Mit der kann man so große, schwere Fräser montieren. Normal hat man eine 30 mm Spindel. Ich werde euch jetzt zeigen, wie man diese wechselt. Da gibt es einen ganz super Trick. Hier habe ich einen Hebel, da kann ich das fixieren. Dann dreht sich das nicht weiter. Und immer aufmachen, Kreissäge, Fräse und so weiter. So wie ich laufe, so gehe ich auf, also in die Laufrichtung. Natürlich kann man eine Fräse auch links laufen lassen, aber gehen wir vom Normalfall aus. Ich glaube, ich habe recht gehabt mit 40 mm. Ja, 40 mm. Immer vorsichtig beim Fräser rausnehmen und so, dass man sich nicht verletzt. Und den Fräser nicht irgendwo hierher legen, sondern immer auf ein Holz. Zum Beispiel hier kann man den Fräser rauflegen und es wird ihm nichts passieren. Und das ist jetzt diese starke Spindel und die kann man, wenn man diesen Verschluss öffnet, kann man die herausnehmen. Es ist aber meistens das Problem, dass die fest sitzt. Das hatte ich heute Morgen, wie ich angefangen habe damit zu fräsen. Da unten ist eine Öffnung, da kann man hinein und kann das aufmachen. Hier gibt es dann den Punkt, hier geht nichts heraus und hier sieht man, dass der Dorn rausgeht. Ich bin froh, dass die Spindel jetzt nicht herausgeht, somit kann ich euch das zeigen. Also dieses Teil sitzt fest, jetzt werde ich das Ganze mit den Ringen befüllen. Befüllen ist das falsche Wort, ich weiß nicht, beschmücken. So, und jetzt, ich muss hier Druck herbringen, damit sich das heraushebt. Das kann ich am besten, wenn ich hier die zwei hier reingebe, die haben dieselbe Stärke, und hier unten lege ich das noch her und das. Ich hoffe, das geht jetzt. Jawohl, ist gegangen. Jetzt habe ich diese Spindel
heraus und jetzt setze ich wieder die 30 mm Spindlein, die kleinere. Vorher mit der Hand etwas reinigen und hier sieht man, hier wurde schon gewaltsam auch versucht, diese Spindel herauszubekommen. Hier sieht man diverse Beschädigungen, hier wurde schon viel probiert. Aber dieses System mit den Leisten, mit diesen kleinen Leistchen, funktioniert wirklich perfekt. So, jetzt setze ich das wieder ein und dann wird das jetzt so in die Richtung angezogen. Da kann ich hier herunten mit dem Schraubschlüssel hineinfahren. Jetzt sitzt das wieder perfekt und jetzt kann ich meinen Falzkopf hineingeben. Die Fräser immer so weit unten wie geht. Am Fräser steht auch immer oben, in welcher Geschwindigkeit er betrieben werden soll. Also dieser mit 2600 bis 13.900 Umdrehungen. Das kann man, indem man den Keilriemen umlegt, kann man diese Geschwindigkeiten regulieren, also ändern. Immer darauf achten, dass genügend Gewinde vorhanden ist, damit man das auch anziehen kann. So, so, jetzt wieder die Sicherung rausgeben. Und jetzt kann man wieder fräsen. Hier legt man auch immer so Ringe ein. Normal gibt man die hinein, bevor man den Fräser montiert. Da habe ich jetzt leider vergessen. Beim Rein ist es ja kein Problem. Aber wenn man sie herausnehmen will, der nächste Ring, dann das Werkzeug wegräumen, alle Ringe, die man nicht braucht, wegräumen. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotz der Kürze gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Natürlich würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen und über ein nochmal Daumen hoch, es geht nur einmal, und über ein Abo. Genau, bei einem Abo seid ihr immer informiert und ihr seht wieder die neuesten Videos. Vielleicht stelle ich irgendwann mal eine Laubsäge vor. Nein, Scherz. Auf jeden Fall sage ich danke, bis bald und im Anschluss werde ich mit der Kamera noch so über diese Zapfen und Schlitze drüber schwenken, die ich heute hergestellt habe. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.